Hey Löwen, Leverkusen denkt über Amiri-Verlängerung nach. El Castigo de Xavi Alonso a una pizza del Bayer Leverkusen. Nadim Amiri hat sich in dieser Saison zurück in die Mannschaft von Bayer Leverkusen gekämpft. Der ohnehin für seine ausgeprägte Mentalität bekannte Mittelfeldakteur wurde im vergangenen Sommer als heißer Verkaufskandidat gehandelt, bis Manager Simon Rolfes dem Ganzen einen Riegel vorschob. Jetzt soll dem 26-Jährigen sogar ein neuer Vertrag winken. Zumindest berichtet Sky darüber, dass die Verantwortlichen des Bundesligisten über eine Ausdehnung seines aktuell nur noch bis 2024 laufenden Kontrakts nachdenken. Seine gesteigerte Einsatzzeit würden in jedem Fall dafür sprechen. Amiri, der in der vergangenen Rückrunde an den Genua CFC ausgeliehen war, pendelt zwar nach wie vor zwischen Ersatzbank und Startelf, seine Wichtigkeit hat er durch den einen oder anderen Score in den letzten Wochen aber bewiesen. Ob Amiri mit seiner aktuellen Rolle vollends zufrieden ist, steht auf einem anderen Blatt. Hey Löwen, bevor wir die Bestrafung von Xavi Alonso sehen, wenn Sie neu hier auf dem Kanal sind, lade ich Sie ein, den Kanal zu abonnieren und Ihr Like zu hinterlassen, damit Sie die neuesten Bayer 04 Nachrichten nicht verpassen, die wir täglich hier auf dem Kanal veröffentlichen. Lass uns weitermachen. Seit 2021 bei Bayer Leverkusen für 7 Millionen Euro nach 2 Spielzeiten bei Paris Saint-Germain kämpft der 22-jährige niederländische Verteidiger Mitchell Bakker in der deutschen Mannschaft um den Sieg und das Vertrauen von Trainer Xavi Alonso. Somit hat er in diesem Kurs 25 Spiele mit 2 Toren und 2 Vorlagen absolviert. Allerdings wurde der Weg nun verlangsamt. Und es ist so, dass der Spieler den Sieg gegen Hertha Berlin, 4:1, von der Tribüne aus sehen musste. Bild verrät, dass der Grund eine Sanktion von Xavi Alonso ist, weil der Spieler eingeschlafen war und zu spät zur letzten Trainingseinheit kam. Und das passiert ihm nicht zum ersten Mal. Hey Löwen, hinterlasse deine Meinung in den Kommentaren, was du darüber denkst, denn deine Meinung ist sehr wichtig und vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und dein Like zu hinterlassen, um weiterhin mehr Neuigkeiten von Bayer Leverkusen zu erhalten.